Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder viele kurze, einzelne kleine Gespräche mit den Betrügern, die leider nicht für ein ganzes eigenes Video gereicht haben, aber trotzdem Informationscharakter haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo? Hallo? Ja? Grüß Gott, spreche ich Herr Hartmut? Herr Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Okay, sehen Sie das? Ja, das ist mein Vorname, aber so sprechen Sie mich nicht an. Und wer sind Sie überhaupt? Ich spreche mit Ihnen mit Schimmeldöner. Herr Schimmeldöner, bitte. Herr Schimmeldöner. Ja, und wer sind Sie? Ich bin Petra Müller, ich bin Ihr Kontomanager. Und wir haben am 14. ein Handelskonto gemacht, nicht so? Was für ein Konto? Ein Handelskonto. Ich schütze Sie aus Bitcoin-Konto. Aha. Mhm. Okay, und da rufen Sie an? Ich möchte eine Frage machen, ob Sie das Konto aktivieren oder nicht. Na, aber warum müssen Sie das fragen? Ich habe doch die Seite auf. Sie haben nur einen Account gemacht, aber dieses Account muss man aktivieren. Sie können das nicht allein machen. Kann ich nicht? Und warum steht hier was mit Einzahlen? Kennen Sie möchten sich mit Ihrer Seite nicht so gut aus? Möchten Sie aktivieren, dann möchten Sie das nicht. Wenn Sie aktivieren möchten, dann können wir aktivieren. Ja, und wozu brauche ich Sie da? Damit Sie können anfangen, online zu handeln. Na, aber ich habe doch das mit dem Einzahlung hier gerade offen. Wozu brauche ich Sie? Ach so. Das sehe ich nicht bei mir im System, leider. Und da rufen Sie an? Wie bitte? Ja, und warum rufen Sie an? Ich habe Ihnen schon gesagt, warum habe ich Sie angerufen. Ja, aber das erschließt sich mir nicht. Tja, wie immer, eine vernünftige Antwort auf diese Frage bekommt man nicht. In der Tat ist es so, wenn man sich dort anmeldet, bekommt man sofort einen Anruf. Ohne dass man danach gefragt wurde, dass man diesen haben möchte. Ich könnte den Einzahlungsprozess auch tatsächlich alleine auf der Webseite durchführen. Denn die Webseite bietet ja gleich, bietet die Webseite ja gleich einen Zahlungsprozess an. Und das ist ja sogar das Komische. Ihr meldet euch über eine völlig fremde Webseite an, wie zum Beispiel von der Höhle der Löwen, wo euch irgendwelche Versprechungen gemacht werden, wie viele Millionen ihr verdienen werdet. Und nach der Eingabe eurer Daten auf einer Werbeseite öffnet sich eine neue Webseite. Aber nicht die Startseite und auch nicht euer Profil. Es öffnet sich direkt das Zahlungstool auf der neuen Webseite. Und das spricht ja auf jeden Fall schon mal nicht für Seriosität. Denn ich denke mal, erstmal möchte ja eine Firma normalerweise davon überzeugen, was sie so zu bieten hat. Darum geht's hier gar nicht. Die Webseite möchte als erstes, dass ihr einzahlt. Und das könnt ihr hier tatsächlich auch meistens oder oft allein. Es gibt auch Webseiten, die haben gar keine eigenen Logins. Da wird grundsätzlich nur am Telefon gearbeitet. Da spart man sich halt gleich einfach dieses ganze Klimbim ringsrum und man loggt euch nur auf irgendwelche Drittanbieter-Seiten zum Geld einzahlen. Hier, in diesem Beispiel, gab es eine Webseite von dieser Firma und ich hätte dort auch alleine einzahlen können. Tja, wozu brauche ich denn jetzt noch den Anruf? Und vor allem, warum brauche ich den Anruf direkt nach der Eintragung meiner Daten? Also, das zeigt mir nur, dass die direkt anrufen, weil sie sofort das Geld haben wollen und gar nicht lange warten wollen, damit der Kunde gar nicht erst von der Webseite runtergeht und die sich schon die Schritte sparen, damit der Kunde die Webseite überhaupt öffnen muss. Ja, und das kann nichts anderes als Betrug sein. Ack? Hallo? Ja? Guten Tag, ich suche ein Gespräch mit Klaus Ablessen. Hallo Herr Ablessen, mein Name ist Thorsten und ich rufe Sie aus Stolz-DC mit dem Bitcoin-Profit-System an. Wie geht es Ihnen heute? Sie rufen mit Bitcoin-System an? Ja, ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass ich habe ein Konto bei uns eröffnet. Ja, und Sie denn? Möchten unser automatisches Investitionssystem zu benutzen. Ja? Möchten Sie sich nicht erstmal richtig anständig vorstellen, mit Name und Firma? Ja, mein Name ist Austin und ich rufe Sie aus Stolz-DC mit dem Bitcoin-System. Und ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Konto zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten.
Aha. So, haben Sie Erfahrung im Onlinehandel oder das ist Ihr erstes Mal? Ich dachte, Sie beantworten von mir Fragen, aber Sie haben ja gar nicht gesagt, dass ich welche beantworten soll. Wie bitte? Ja, genauso wie ich es gesagt habe. Ich dachte, ich habe mich deutlich ausgedrückt. Herr Blassand, Sie haben eine Investitionskonto bei uns eröffnet, 20 Minuten, für 20 Minuten, ja? Für 20 Minuten habe ich jetzt ein Konto, okay? Ja, dann läuft ja die Zeit. Ja, aber ich sehe, dass Sie haben nicht gemacht, die Konto zu aktivieren und das ist der Grund, warum ich jetzt rufe, so Sie können Ihnen mit dem Schritt zu helfen. Ja? Brauche ich da Hilfe? So, können Sie mich zuerst fragen, haben Sie Erfahrung im Onlinehandel oder das ist Ihr erstes Mal? Ne, im Onlinehandel habe ich ganz schön viele Erfahrungen, weil von Amazon kommt jeden Tag ein Paket. Und haben Sie eine spezielle Stelle mit unserem System oder Sie wollten Sie es nur einfach ausprobieren? Haben Sie da ein neues Shop-System? Ja, und anstatt auf die Frage zu antworten, legt man dann einfach auf. Genauso stellt man sich halt hin. Sauberen Betrüger vor, der keine Lust hat, irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern eigentlich nur eure Kohle haben will. Denn Fragen sind einfach unerwünscht. Aber das merkt man ja in diesen Callcentern immer wieder. Fragen stellen darf man nicht. Sobald man irgendwelche unangenehmen Fragen stellt, die mit dem ganzen Geschehen da zu tun haben, ja, dann war's das schon. Und selbst wenn man mal blöde Fragen stellt, ich meine, da legt doch ein seriöses Unternehmen auch nicht gleich auf und beantwortet das vielleicht erstmal oder geht überhaupt irgendwie auf den Kunden ein. Naja, aber da die eben nur ablesen und meistens gar kein richtiges Deutsch können, tja, macht man's halt kurz und legt direkt einfach auf. Tag, hallo? Spreche ich mit Herrn Hartmut? Ja, aber Sie sind extrem wahnsinnig unfassbar leise. Ach so, ist es sehr leise? Ja. Okay, dann ich probiere noch einmal. Warten Sie kurz. Besser? Ne. Also, verstehen Sie mich? Kaum. Nahezu gar nicht. Gar nicht? Nee. Herr Hartmut, probieren wir. Und wenn es geht nicht, ich rufe noch einmal, okay? Ich nicht hören. Ja, das ist wieder ein kleines super Beispiel für die tolle Technik, die da verwenden. Denn Betrüger-Callcenter sind meistens nur mit alten Computern und schlechter Technik ausgestattet. Denn wenn es irgendwann mal brenzlig wird und die Hütte verlassen müssen, weil der Betrug gerade aufgeflogen ist und die Polizei vor der Tür steht, da muss man dann natürlich ganz, ganz schnell das Haus verlassen können. Und aus diesem Grund stehen da halt auch keine hochwertigen Geräte und dann hat man halt eben auch solche Probleme hier am Telefon. Ne. Auch ne? Aber warum? Gleiche, ja? Herr Hartmut, ist das Gleiche? Hören Sie nicht? Schwer. Fragen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Jetzt höre ich Sie besser. Hallo? Hallo, Herr Hartmut, sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Sagen Sie mir vielleicht erstmal Ihren Namen und von wo Sie aus anrufen? So, Sie hören ganz gut, ja? Ja, jetzt wird's schon wieder leise. Okay. Ich rufe Sie an vom Onlinehandelsabteilung. Jetzt Sie sind alleine auf unserer Plattform, Fedexer, richtig? Ja, keine Ahnung. Sie verraten mir ja nicht, von welcher Firma Sie anrufen, weil Onlinehandelsabteilung ist keine Firma. Fedexer, ich hab das schon gesagt. Was? Ich hab gesagt schon Fedexer. Und jetzt Sie sind online. Ja, aber Sie sind schon wieder sehr wahnsinnig unfassbar extrem leise. Es ist noch okay. Hallo? Ja. Herr Hartmut, sagen Sie mir bitte, vielleicht haben Sie Erfahrung? Sie sind sehr wahnsinnig unfassbar leise und ich kann kaum etwas verstehen. Ich höre Sie kaum, also gar nicht. Ja, und das war dann der zweite Versuch von diesem schönen Callcenter, mich abzuzocken. Hat wohl wieder nichts gebracht, denn sie war tatsächlich sehr, sehr leise und das Audio hier ist schon wieder ziemlich extrem nachbearbeitet worden, damit man überhaupt etwas versteht. Hallo?
Jetzt ist besser? Jetzt kann ich was hören. Okay, ganz, ganz gut. Herr Hartmut, ich bin Kontomanagerin, ich sage es nochmal. Und die Kontomanagerin, ich helfe mit Aktivierung und ich gebe alle Informationen, die brauchen auch, okay? Und von welcher Firma? FedExo. Ach so, und wie heißen Sie? Ich heiße Clara. Ja, und weiter? Clara Miller. Mhm. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Warum möchten Sie das wissen? Also, wollen Sie nicht mit Handel anfangen? Ja, was hat das mit meinem Alter zu tun? Tja, und dann hat es beim dritten Versuch wenigstens halbwegs geklappt mit der Lautstärke. Wahrscheinlich, weil sie die Technik erstmal irgendwie gefragt hat, wie man das Ding da lauter bekommt. Ja, aber auf Fragen antworten, wissen wir ja schon Bescheid. Das können die nicht irgendwie. Also, weiß ich nicht. Was das wieder hier sein sollte, man stellt ihr eine Frage, warum die das wissen will, und eine Antwort dazu hat sie eigentlich nicht. Weil letztendlich ist sie dafür auch gar nicht geschult. Es geht ja schließlich nur darum, dass ihr da Kohle einzahlt und mehr nicht. Tag. Hallo? Ja. Guten Tag, mein Name ist Lisa Bauer. Spreche ich bitte mit Equist oder? War das eine Frage? Ja. Mit wem möchten Sie sprechen? Also ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Hm. Mhm. Tja, und das war es auch schon, was sie mir mitteilen wollte. Keine Ahnung, was der Anruf sollte. Ist ja schön, dass ich die Webseite aufhabe und dass sie sich meldet. Aber dann hätte man noch weitersprechen müssen. Vielleicht hat sie mich an meiner Stimme erkannt, ich weiß es nicht. Kommt ja auch hin und wieder mal vor. Hallo? Ja? Guten Tag, ich grüße Sie. Elsa Berg ist hier. Ich melde mich von der Plattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert, wissen Sie das, ja? Nee, welche von Plattform denn? Wie heißen Sie denn? Sie heißen Handelsplattform? CX Trade, können Sie handeln mit Bitcoin, mit Rohstoffe, Aktien. Ach so. Und haben Sie Handelskonto, aber es ist noch nicht aktiv. Ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Kann gerne dabei helfen, es zu aktivieren, dann alle weiteren Schritte erklären. Aha, okay. Na, dann erklär mal, wie man dann die alle Schritte macht. Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet ja, genau, die ist richtig. Bitte? Ja, die ist richtig. Bitte? Die ist richtig. Was ist richtig? Ich habe gar nichts gesagt. Na, meine E-Mail-Adresse. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse, damit ich... Ja, wenn Sie die noch nicht haben, dann gebe ich Ihnen die nicht. Okay, dann geben Sie dann, ich schicke dir Informationen. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wenn Sie die E-Mail-Adresse noch nicht haben, dann sage ich sie Ihnen nicht. Ach so, das ist rainer.zufall@mdzzfan.de. Ist das richtig? Das ist richtig. Okay. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe eine E-Mail gesendet und ich zeige die ganze, ja? Ja. Was denn? Von Eberg sollen Sie es haben. Schauen Sie bitte nach. Ja, was ist denn da drin in der E-Mail? Haben Sie E-Mail erhalten? Was ist denn da drin in der E-Mail? Haben Sie E-Mail erhalten? Alter, du Apfelmus. Willst du auf meine Frage antworten? Zuerst, Sie brauchen ganz vernünftig mit mir sprechen, nee, ja? Zuerst brauche ich jemanden, der nicht so ist wie eine Sahneschnitte. Galake, die Menschen am Telefon verarscht und die Leute dazwischen quatscht, weil das geht ja wohl nicht mehr unfreundlicher. Und wenn ich dir eine Frage stelle, dann hast du als Accountmanager zu antworten. Tja, da sind mir ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt, denn der Anruf, der kam um 7 Uhr irgendwas und dann stellt man denen eine Frage und antworten kann sie nicht. Unfreundlicher geht's eigentlich nicht. Und wenn man dann quasi aus dem Tiefschlaf gerissen wird für so ein unsinniges Quatschgespräch, naja, da hat man auf jeden Fall keine Lust drauf. Naja, machen wir mal weiter. Raucherschutzzentrale? Guten Tag, spreche mit Herrn Abend. Ja. Hallo Herr Abend, Lukas Riesia von der Finanzbörse. Ich melde mich bei Ihnen zur Registration, Herr Abend. Sie haben Interesse geäußert an Online-Handel, ja?
Aha. Wie bitte? Aha. Was heißt das? Ja. Hallo? Hallo. Können Sie sprechen? Na, ich rede doch mit Ihnen. Können Sie hören? Ja. Klar, ich kann hören, ja. Also, warum haben Sie die Registration gemacht, Herr Abend? Na, mal gucken. Was heißt mal gucken? Also, haben Sie Erfahrung? Mit was möchten Sie handeln? Mal sehen, weiß ich nicht. Sagen Sie mir bitte, ja, warum genau haben Sie die Registration gemacht? Haben Sie bestimmte Ziele vielleicht? Ich wollte mal gucken. Sie wollten mal gucken. Haben Sie Erfahrung mit Trading? Ne. Wie bitte? Ne. Haben Sie nicht, ne? Mit was möchten Sie denn bei uns handeln? Weiß ich nicht, mal gucken. Was heißt mal gucken? Also für was? Möchten Sie bei uns einsteigen? Für was? Weiß ich noch nicht. Wissen Sie überhaupt was? Nö. Herr Abend, Sie sind jetzt so unseriös, ja, also so kann ich gar nicht leiden, ne? Ja. Wenn Sie, ja? Hm. Wenn es Ihnen gefällt, wenn Sie jeden Tag angerufen werden, ja, seit 4 Tagen, ja? Ja. Und dann Zeit mit Ihnen, man spricht wie mit einem Kleinkind, ja? Wenn es Ihnen gefällt. Ja, dann können Sie auch, ich weiß nicht, irgendwo anders hingehen, ja, und irgendwo anders Ihr Spaß haben, okay? Wo denn? Aber bei uns, ja, also wir sind ein seriöses Unternehmen, ja, und wir lecker, haben lecker. Die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ja? Was? Verstehst du? Nee. Ich hab's ja akustisch nicht verstanden. Wiederholen Sie bitte. Ich wiederhole gar nichts mehr, ja? Wenn oder du nicht. Weiterhin, ja, deine Zeit mit solchen Gesprächen verschwenden möchtest, ja, dann mach weiter so, ja, also kein Problem, dann rede so mit Menschen, ja, kein Problem, ja. Du wirst weiterhin angerufen von verschiedenen Plattformen, ja, prima. Es wird nicht aufhören und ich werde dafür sorgen, okay? Das wünsche ich mir okay, auch. Abend. Dann habe ich mehr Material für YouTube. Noch einen schönen Tag, okay, gut, machst du, ja? Tüdelü, mein Schätzchen. Tja, ich glaube, den haben wir erfolgreich zur Weißglut gebracht und hier hat er ganz, ganz klar sein wahres Gesicht gezeigt. Er ruft aus einem Betrüger-Callcenter an, dass die Daten einfach weitergeben möchte und tja, das Argument als Drogen benutzt, jeden Tag einen Anruf auf der Leitung hier zu machen. Tja, da freuen wir uns doch eigentlich drüber. Sein Versprechen hat er leider nicht gehalten, aber er hat wunderbar aufgezeigt, dass das kein seriöses Callcenter sein kann. Denn auch wenn der Kunde am anderen Ende nicht seriös ist und komische Geräusche ins Telefon pustet, ja, was hat er denn davon, wenn er mich jeden Tag anruft? Im Grunde genommen verplempert er nur weiter seine Zeit. Aber gut. Guten Tag, ich spreche mit der Claudius. Herr Klabautermann, möchten Sie sprechen? Ja. Lümmel Tütchen? Nein, hier, ja, denn. Das sind ist Claudius. Sie, dann sind Sie falsch verbunden. Ich bin Ihre Kontoberaterin. Falsch verbunden, Claudius Lümmel Tütchen. Okay. Sie sind ja diese Person. Was möchten Sie denn? Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Das geht um Online-Hate. Online-Hate? Ich mag keine Hater. Nein, Online-Handel. Ach so. Toll. Tja, ich glaube, das waren wunderbare Beispiele mal wieder, wie man so ein Callcenter auch in kürzester Zeit los wird. Mal schauen, was im nächsten Gespräch noch so passiert. Hallo und einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Gerold? Was? Spreche ich mit Herr Gerold? Das ist doch mein Vorname. Wen möchten Sie sprechen? Herr Gerold brauche ich ja sprechen. Ja, Herr Gerold ist mein Vorname. Das ist unhöflich. Okay, gut. Dankeschön, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, Betrüger.
Da haben wir wieder einen von der Sorte gehabt, die keine Lust zum Diskutieren hat und hat das Gespräch sofort beendet. Ja, also kann man sich auf jeden Fall merken, um die Callcenter ganz schnell loszuwerden und nicht lange mit denen noch sich zu unterhalten und mit den komischen, unseriösen Trading-Geschäften zu beschäftigen. Hallo, ich bin mit Herr Abend. Mit wem? Mit Herr Abend. Hm. Herr Abend, ich bin Sophia, leitende Beraterin von der Zeitung UNRWA. Ich wollte Sie über Kryptowährung informieren. Ja, aber Ihr Mikrofon ist unfassbar scheiße eingestellt. Das klippt die ganze Zeit. Kannst du bitte nochmal wiederholen? Was? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Ja, ich sagte, Ihr Mikrofon klippt die ganze Zeit. Das ist unfassbar scheiße eingestellt. Okay, jetzt würde ich mal sagen, ich habe irgendwann eine Anmeldung gemacht, Aufklärung in der Session. Fehlt Ihnen irgendwas im Gehirn? Ich habe gerade was gesagt. Okay, also haben Sie kein Interesse? Sind Sie doof? Dummer Mensch? Ja, das sind Sie, glaube ich, weil man versteht Sie nicht. Arschloch. Ja, genau, das denke ich über Sie. Tja, man sagt ihr, ihr Mikrofon funktioniert nicht und es interessiert sie überhaupt nicht. Selbst nach mehrfachem Wiederholen, dass das Mikrofon absolut scheiße eingestellt ist und man überhaupt nichts mehr versteht, hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie macht einfach weiter in ihrem Programm, weil letztendlich geht es ja nur darum, dass sie von euch 250 Euro ergaunern möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Und wahrscheinlich hat sie auch gar nicht begriffen, was ich ihr überhaupt gesagt habe. Dennis Müller spricht am Apparat im Auftrag der Firma MetaQuotes. Herr Steiner? Mhm. Ich grüße Herr Steiner. Der Zweck des Telefonats im Auftrag unserer Firma basiert halt in einer Vorstellung unserer neuen Angeboten im Haus. Wir vermitteln für Sie in der internationalen Börse. Interesse in der Richtung? Also, Sie machen Kaltakquise am Telefon. Wieso denn? Ja, dann erklären Sie mir mal, wo ich das Double Opt-in für den Anruf hinterlassen habe. Also, Sie haben das bei Bitcoin Era 49 eigentlich Deutschland. Das ist unser Inserent. Wobei sie sich überall im Internet, das ist auch Facebook, also soziale Medien, YouTube und so weiter und so fort, natürlich sehen könnten in diesem Fall. Sie wissen aber schon, wie ein Double Opt-in funktioniert, ne? So, den Moment, ich war nicht fertig mit meiner Aufklärung. Den Moment, dass sie die Cookies dieser Webseite akzeptieren, sofort der Werbetreibende oder Inserent in diesem Fall generiert die Daten, genauso wie Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse von ihrem Google-Account. Und sie werden weitergeleitet anhand der gezeigten Interessen bezüglich die Kenntnisse zu vertiefern. Sie haben meine Frage jetzt absolut gar nicht beantwortet. Das hat ja überhaupt nichts mit der Fragestellung zu tun gehabt. Die Fragestellung war, wo ist das Double Opt-in? Das Double ist doch, habe ich genannt. Nee. Das ist Bitcoin. Ein Double Opt-in, ja, kann so kann ein Double Opt-in nicht entstehen. Ein Double Opt-in entsteht mit einem PIN, den ich am Telefon durchgesagt bekomme. Ansonsten haben Sie nicht das Recht, mich anzurufen. Okay, haben Sie das klar mit Ihrer Mobilfunkfirma einfach gestellt? Das hat doch nichts mit meiner, das hat nichts mit meiner Mobilfunkfirma zu tun. Ja, das hat gesetzlich überhaupt nichts mit denen zu tun. Sie rufen mich an, Sie machen sich gerade strafbar. Nee, ich erkläre das, wie das überhaupt gesetzlich funktioniert. Nee, wir erklären ja Bullshit. Werbeanrufe in der ja, das erzählt die Tante, die illegal am Telefon anruft und kriminelle Leute unterstützt. Sie sind eine Kriminelle. Gar kein Problem. Falls Sie mal die Informationen unter der Nummer wünschen, Sie sind herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein bisschen Gehirn, weil das fehlt Ihnen. Sie haben kein Gehirn. Also ich erzähle ihr fehlt das Double Opt-in, mich anzurufen, und sie erzählt mir irgendwas von YouTube, Facebook und von meinem Mobilfunkanbieter. Also damit hat ja ein Double Opt-in überhaupt nichts zu tun. Ein Double Opt-in bedeutet, dass ich ein Häkchen setze, dass ich angerufen werden möchte. Das heißt, ich setze dieses Häkchen und dann klingelt sofort mein Telefon und mir wird ein PIN durchgesagt, den ich dann wiederum online eingeben muss, damit meine Rufnummer verifiziert ist und ich damit bestätige, mir gehört die Rufnummer. Ist wie wenn man sich irgendwo auf einer Webseite anmeldet und man muss nach der Registration seine E-Mail-Adresse bestätigen. Genauso muss man das auch mit einer Telefonnummer machen. Alles andere führt zu Kaltakquise und nichts anderes war das hier. Aber irgendwie hat sie das scheinbar nicht verstanden. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Ihr seht jetzt hier noch die Playlists mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Vielleicht ist noch etwas für euch dabei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.